Nachspielzeit 4 Minuten. Ich darf beide Trainer hier begrüßen. Ich darf den Präsidenten des Fußballverbandes Rheinland, Gregor Eibes, begrüßen. Ja, starten wir beim Sieger. Adrian, deine Bewertung dieses Finals, wenn man als Favorit in ein Spiel geht, ist es manchmal etwas schwerer, als wenn man vielleicht da ein bisschen lockerer reingehen kann. Ja gut, locker kann man nie ins Spiel reingehen, ne, aber trotzdem erstmal Sascha, Glückwunsch zu einer sensationellen Saison, nicht nur zu einer sensationellen Meisterschaftssaison, sondern auch wirklich Pokalsaison. Was ihr da abgerissen habt, ist wirklich sensationell. Ich bin selber Bezirksliga Trainer gewesen und deswegen kann ich genau einordnen, wie unfassbar gut ihr in dieser Saison performt habt und ja auch heute wirklich zum tollen Fußballspiel. Seid ein absolut sympathischer Verein, auch eure Fans haben eine ganz, ganz tolle Stimmung gemacht, hat wirklich großen, großen Spaß gemacht und dass wir dann da als Sieger vom Platz gehen, das freut mich sehr, da freue ich mich sehr drüber. Wir haben es in der ersten Halbzeit, wir haben ordentlichen Ball gespielt, haben es einfach verpasst, 1-0 in Führung zu gehen, hatten mehrfach ordentliche Möglichkeiten, da das Tor zu erzielen,
Das haben wir nicht geschafft. Wir haben es auch nicht geschafft, das Tor zu erzwingen. Gehen dementsprechend mit 0-0 in die Halbzeit rein. Und ja, haben aber im Vorfeld auch schon angesprochen, dass das so passieren kann, dass das genau so kommen kann und dass wir dann auch dementsprechend ruhig und geduldig bleiben. Und so war es dann auch. Wir sind dann 1-0 in Führung gegangen durch ein Tor, was mit Sicherheit nicht gut rausgespielt war, sondern wirklich sehr glücklich war. Haben es danach dann verpasst, 2-0 in Führung oder 2-0 auf 2-0 auszubauen. Und dadurch ist dann spannend geblieben. Weber, glaube ich, mit einem sensationellen 40-Meter-Schuss, den der Karl Leonhard sensationell gehalten hat. Und ja, zum Schluss auch haben wir uns dann reinfallen lassen, haben dann nicht mehr so viel Entlastung gesorgt. Imdorf hat da einen tollen Fußball gespielt. Wurde zweimal noch bei uns brenzlig, wo der Karl Leonhard dann noch zur Stelle war. Und hinten raus haben wir das Spiel gewonnen, wo wir uns wahnsinnig drüber freuen. Und jetzt schauen wir einfach mal, was der Abend noch bringt. Was die Zukunft dann auch bringt und hat auf jeden Fall sehr großen Spaß gemacht und wir freuen uns sehr. Ja, viel Lob für deine Mannschaft. Ich kann eigentlich gar nichts mehr dazu sagen. Du hast schon alles gesagt. Und genau richtig letztlich interpretiert das Spiel. Also ja, war absolut. Aber Entschuldigung, ich wollte in den Wort rein. Nein, du musst ja, solltest ja, also das Lob, das solltest du gerne abholen, weil das hat, denke ich mal, das Imdorf heute mehr als verdient. Aber trotz allem, als Fußballer verliert man nicht gerne. Nein. Knappes 1-0, ja. Wir haben, der Plan war auch, dass wir uns tief stellen, dass man im flachen 4-4-2 gegen euch spielen, euch im Prinzip den kompletten Platz überlassen und dann erstmal, ja, die Frustrationstoleranz für uns, dass wir wenig Ballbesitz haben, da mussten wir halt eben mit dran arbeiten. Haben sie gut gemacht, gut verteidigt. Klar, dass man gegen Rot-Weiß nicht alles verteidigen kann. Natürlich auch als Regionalligist, das ist klar. Aber jo, wir haben es gut gemacht. Wir haben es dafür gesorgt, dass es ein schönes Pokalfinale war. Und im Prinzip können wir uns alle freuen. Und wie gesagt, verdienter Gewinner, alles okay. Ist für mich absolut. Ich glaube, der Spaß des Tages hat für uns einfach überwiegt. Das war echt klasse. Hat Spaß gemacht. Tja, wie viel Spaß hatte der Präsident des Fußballverbandes, für den es ja eine Premiere als Präsident war? Sehr viel Spaß, muss ich sagen. Es war ein tolles Spiel, zwei tolle Mannschaften, die sich gegenseitig respektiert haben, die sehr fair gespielt haben und rundherum ein tolles Publikum. Kompliment da natürlich insbesondere nach Imdorf, so eine Fangemeinde habe ich also auf der Ebene, glaube ich, noch nicht erlebt. Die so zu ihrer Mannschaft steht, klar nach so einer tollen Saison, aber gleichwohl, da kann man nur Respekt vorhaben und deswegen sage ich, sind zwar dann 3 Euro fürs Phrasenschwein, aber der Fußball hat heute gewonnen, sage ich auch ganz bewusst. Wenn man den gestrigen Abend erlebt hat in Wiesbaden, dann muss ich heute sagen, wenn man das sieht, dann ist das der Fußball, den wir uns wünschen. Das ist auch gut für uns als Fußballverband, wenn wir ein solches Finale als Veranstalter präsentieren können mit zwei Mannschaften, wo es einen verdienten Sieger gab, ganz klar. Am Ende war es nochmal ganz eng, aber gleichwohl einen verdienten Sieger, wo nachher jeder zufrieden ist. Und da kann ich nur sagen, der Finaltag der Amateure ist für uns als Fußballverband der Höhepunkt des Jahres. Und heute war es ein richtiger Höhepunkt. Wir sind da froh und stolz und sagen auch an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein herzliches Dankeschön, die das vorbereiten. Das läuft wirklich auf den Punkt. Wenn es dann sportlich noch so läuft, wie kann es schöner sein? Und der Fußball hat heute gewonnen. Jetzt hoffen wir natürlich, dass die Rot-Weißen noch ein gutes Los kriegen und wir dann den nächsten Feiertag haben mit einem starken Bundesligisten. Sehr schön. Ja. Soweit die Eingangsstatements. Sonst mache ich die Schlussrunde noch mal ganz kurz. Ja, letzte Woche Saisonfinale in der Bezirksliga, heute Bitburger Rheinland-Pokalfinale. Wie sieht das Mannschaftsfinale in den kommenden Tagen aus? Ja, heute erstmal. Ne? Heute ist das Finale für die Mannschaft. Heute wird erstmal ein Bier getrunken und dann noch ein Bier. Und dann trinken wir auch noch eins und dann gucken wir mal, was der Abend noch bringt heute. Charles, schon mal viel Spaß. Und Adrian, die Mannschaft wird so halt nicht mehr zusammenspielen im nächsten Jahr. Du hast auch frühzeitig schon gesagt, dass du jetzt nicht bleibst. Du gibst dann Fatih Schift. Was ist das so für so ein Gefühl am Ende einer Zeit, die man hier bei Rot-Weiß verbracht hat? Es war eine sehr, sehr anstrengende Zeit, eine sehr intensive Zeit, weil der Abstiegskampf war einfach brutal. Und man wusste, mit was für einer Hypothek man in die Rückrunde geht, weil wir einfach nur 7 Punkte geholt haben. Und dann zum Schluss so eine Aufholjagd zu starten, 20 Punkte zu holen, wo keiner auf uns gesetzt hat.
Das war gut. Da haben die Jungs einfach ganz viel Charakter gezeigt und auch gezeigt, dass sie Regionalliga spielen können. Waren 11. in der Rückrundtabelle. Da müssen wir drauf aufbauen. Das Ziel insgesamt haben wir leider verpasst. Wir wollten die Klasse halten, haben es knapp verpasst. Das ist sehr bitter. Und der Pokalsieg heute ist schön. Das ist ein kleines Trostpflaster für uns. Ein wichtiges, eine wichtige Geschichte für den Verein, für uns als Sportler. Wir haben Titel geholt und da werden wir uns heute sehr drüber freuen und nicht an die Meisterschaft denken.